Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Begleitertipp. Diesmal reisen wir in den Krater von Unguru. Dort besuchen wir oberhalb des Kraters eine Höhle. Angekommen laufen wir dann in der Höhle einmal ganz durch bis zum Ende, wo wir dann auf einem Stein einen mechanischen Gorilla finden. Früher war es so, dass er damals noch mit dem Level mitskaliert ist und so natürlich viel, viel schwerer zu zähmen war. Mit dem Patch 7.3.5 wurde das aber geändert und er behält jetzt nun sein Level 60. Ob das nun wirklich so gewollt war, das ist leider unbekannt. Trotzdem aber hat er immer noch seinen Buff Eiserner Wille. Heißt, wir müssen ihn immer noch unter 30% Leben bringen, um ihn zähmen zu können. Solltet ihr jetzt vom Level her doch um einiges höher sein wie Level 60, dann heißt es für euch einmal nackig machen. Wirklich komplett alles ausziehen und dann mit bloßer Faust auf den Gorilla einschlagen und das natürlich so lange, bis er halt unter 30% Leben fällt. Solltet ihr aus irgendeinem Grund ihn doch töten, dann dauert es so circa eine Stunde, bis er wieder da ist. Und denkt daran, um mechanische Begleiter zähmen zu können, braucht ihr vorher einmal die Prägungsmatrix, oder besser gesagt, ihr müsst die einmal erlernen. Diese könnt ihr zum Beispiel im Aktionshaus kaufen oder ein Inji kann euch die herstellen. Oder ihr seid sowieso Gnom oder Goblin, dann braucht ihr diese Matrix sowieso nicht. Und noch ein kleiner Hinweis, mit der WoW-Erweiterung BFA erhalten viele Begleiter neue Modelle und somit auch hier dieser Gorilla. So, und nun wünsche ich euch natürlich viel Spaß mit dem kleinen Freund. Schaut auch gerne mal auf meiner Twitter- und Facebook-Seite vorbei. Links natürlich unten in der Videobeschreibung zu finden. Und ansonsten hören wir uns natürlich, wenn ihr es möchtet, zum nächsten Video wieder. Bye, bye.